Wissen Sie, mein Problem ist, ich kenne ja die Fakten. Ich weiß, dass sich die Erde im letzten Jahrhundert stark erwärmt hat. Ich weiß, dass 97% der Wissenschaftler denken, das ist auf uns Menschen zurückzuführen. Und ich weiß, dass jeder einzelne von uns die Verantwortung für den Klimawandel mitträgt. Mhm. Und trotzdem kriege ich nicht hin, irgendwas zu machen. Ich esse wieder mehr Fleisch, ich fahre sinnlos mit dem Auto herum. Letzte Woche saß ich mal wieder in einem innerdeutschen Flug. Ich habe auch ein schlechtes Gewissen, aber ich finde einfach keine Motivation. Niemandem fällt der Klimawandel leicht. Wissen und Rationalität sind eine gute Basis, aber bringen in der Regel keine persönliche Motivation. Was Sie brauchen, ist ein starker emotionaler Trigger. Ich bin aber ein sehr rationaler Mensch. Jeder Mensch ist anfällig für emotionale Trigger. Man muss nur den richtigen finden. Wie finden Sie Tiere? Ja. Was löst bei Ihnen der Eisbär aus? Der Eisbär ist jetzt auch schon so ein bisschen ausgelutscht. Sie folgen auf Instagram derzeit 5 verschiedenen Accounts, die nichts anderes posten als Tierbilder und Videos. Ich glaube, wir sind hier auf einer guten Spur. Wussten Sie zum Beispiel, dass Meeresschildkröten ebenfalls vom Klimawandel bedroht sind? Das Geschlecht der Schildkrötenbabys wird maßgeblich von der Temperatur während der Brutzeit bestimmt. An warmen Stränden schlüpfen mehr Weibchen, an kälteren Stränden schlüpfen mehr Männchen. Mit der Erderwärmung drohen die Männchen auszusterben und damit die ganze Art. Ah, nee, das wusste ich nicht. Schauen Sie sich mal diese Babyschildkröten an, süß, oder? Ja. Guter Start, aber wir kommen dem noch näher. Wie finden Sie Pandas? Jeder mag Pandas. Sie wissen, dass Pandas vom Aussterben bedroht sind? Ja. Aber wussten Sie, dass der Klimawandel eine zusätzliche Bedrohung darstellt wegen des Bambus? Recht neue Studie in Nature Climate Change. Viele Bambusarten vermehren sich gerade mal alle 10 bis 120 Jahre und können deshalb nicht so leicht auf schnelle Klimaveränderungen reagieren. Damit ist die fast einzige Nahrungsquelle der Pandas bedroht. Das ist wirklich interessant. Wie finden Sie Nagetiere? Ja. Sie lieben Nagetiere. Go on. Kennen Sie Pfeifhasen? Pfeifhasen? Das sind meine Lieblingstiere. Was ist mit denen? Gut. Wissen Sie, Pfeifhasen leben im Gebirge. Ich weiß. Oh Gott. In kühlen Höhen, selten unter 2500 Höhenmetern, da sie recht hitzeempfindlich sind. Nein. Der Klimawandel zwingt sie immer weiter nach oben auszuweichen. Nein. Doch. Nein. Und irgendwann geht ihnen schlichtweg der Lebensraum aus. Kennen Sie dieses Video? Wollen Sie mich verarschen? Das ist eines meiner Lieblingsvideos. Sie sollten es sich nochmal ansehen. Nein, ich kann das jetzt nicht. Gleich kommt's. Ich muss was tun. Dankeschön. Bitteschön. Nein. Oh Gott, nein. Nein.